Bei einer Kollision in Mexiko zwischen einem Kleinbus und einem Lastwagen sind mindestens 26 Menschen ums Leben gekommen. Der Verkehrsunfall ereignete sich zwischen den Städten Zaragoza und Hidalgo im Bundesstaat Tamaulipas, berichteten die Behörden. Beide Fahrzeuge fingen Feuer, dabei wurde der Sattelzug offenbar fast vollständig zerstört. Auch der Kleinbus wurde nahezu komplett zerstört. Es wird vermutet, dass der Lkw-Fahrer Fahrerflucht begangen haben könnte. Zum Unfallhergang wurden bisher keine Angaben gemacht.